Mit What Worries the World fragt Ipsos jeden Monat die Sorgen der Menschen auf der ganzen Welt ab. Und die Welt ist besorgt über Inflation. 40% der Befragten gaben das an. Armut und soziale Ungerechtigkeit gaben 31% an. Korruption, ebenso Arbeitslosigkeit sowie Gewalt und Verbrechen ist für jeweils 26% auf der Welt ein Problem, das sie sorgt. Robert, wie entsteht denn diese Studie? Der Sorgenindex wird bei Ipsos monatlich erhoben. Wir erheben dafür Daten in über 26 Ländern weltweit auf 5 Kontinenten. Und in Deutschland befragen wir jeden Monat für diesen Sorgenindex 1000 Bürgerinnen und Bürger. Dabei ist das Sample, das spiegelt die soziodemografische Struktur des Landes nach Alter, Geschlecht und Bildung wider. Dann schauen wir doch mal auf Deutschland. Dazu haben wir eine Grafik. Inflation ist auch hier eine große Sorge mit 59%. Armut und soziale Ungerechtigkeit liegt bei 38%. Der Klimawandel bei 33%. Militärische Konflikte bei 25%. Und Corona bei 17%. Im Vergleich zur Welt sorgt uns Korruption, Gewalt und Verbrechen weniger. Dafür aber mehr der Klimawandel und militärische Konflikte. Ich würde sagen, es liegt so ein bisschen auf der Hand, aber ich will dich trotzdem fragen, wie kommt's? Ja, das stimmt. Der Klimawandel ist in Deutschland ein sehr, sehr zentrales Thema. Da gibt es bestimmt mehrere Gründe dafür. Also ein besonderer Grund ist die Position der Grünen Partei oder der Grünen in Deutschland. Ich glaube, das ist fast einzigartig in Europa. Und mit den Grünen hat natürlich die Klimakrise auch eine sehr, sehr starke Stimme. Im öffentlichen Diskurs. Hinzu kommt, finde ich auch, dass wir viele wirtschaftliche Ängste, die in anderen Ländern dominant sind, in Deutschland in den letzten Jahren nicht hatten, wie zum Beispiel Arbeitslosigkeit. Das ist ein großes Thema weiterhin in Griechenland, Italien, aber auch Spanien, aber in Deutschland eben nicht aufgrund der langen Periode des wirtschaftlichen Wachstums in Deutschland. Und natürlich spielen auch die Erfahrungen der letzten Dürresommer als auch die Flutkatastrophen, die Bilder von zerstörten Häusern, vertrockneten Feldern und Flüssen eine große Rolle in der öffentlichen Meinungsbildung. Also das sind so die Gründe dafür, glaube ich, warum der Klimawandel für die Deutschen eine so große Sorge ist. Jetzt kommt eine Grafik, die ist sehr klein und unübersichtlich. Auf unserer Website www.die-öffentliche-meinung.de kann man sie sich aber noch mal genau anschauen und wahrscheinlich auch besser erkennen. Aber was wir auf der Karte sehen, ist, wie zufrieden die Menschen mit der Entwicklung ihrer Länder sind. Sehr zufrieden sind der Umfrage zufolge die Bürger Saudi-Arabiens. Am unteren Ende der Liste stehen Peru und Argentinien. Warum ist das so? Ganz objektiv betrachtet können wir ja sagen, dass es den Menschen in Saudi-Arabien recht gut geht. Also sie haben in den letzten Jahren bestimmt von den Ölexporten profitiert und sie werden auch recht gut aus dieser Krise wieder rauskommen, durch die Welt gerade geht. Und in den anderen Ländern, Peru und Argentinien, da lässt sich ganz klar sagen, dass das Länder sind, die entweder durch eine Phase der politischen Instabilität oder der wirtschaftlichen Instabilität oder beides gehen, wenn wir uns jetzt Peru einmal anschauen würden. Und in Argentinien, das muss man mal ganz deutlich sagen, das ist ein Land, was über die letzten Jahrzehnte sehr, sehr stark mit Inflation zu kämpfen gehabt hat und wo die 10%, die wir gerade hier in Deutschland erfahren, eventuell als ein erstrebsames Ziel betrachtet werden. Also das sind so die Gründe, warum die Leute dort unzufrieden sind und auch ich wäre dort sehr unzufrieden. Deutschland liegt gerade noch im vorderen Drittel. 58% bewerten den Kurs des Landes negativ, nur 42% positiv. Wie kommt das? Also erstmal müssen wir sagen, dass Deutschland ein sehr wohlhabendes Land ist und es uns natürlich im Vergleich mit anderen Ländern in Deutschland sehr, sehr gut geht. Eventuell sind wir eher pessimistischerer Natur als die Menschen in anderen Ländern und haben deswegen auch eine negative Selbsteinschätzung. Schauen wir uns mal den Verlauf an, dann fällt doch auf, dass es den Deutschen bis
Mitte 2019 sehr, sehr gut ging. Dann haben wir die Pandemie und dann bricht eigentlich auch die Zufriedenheit der Deutschen stark ein und bleibt seit Ende 2019 recht dynamisch. Da mag es mehrere Gründe für geben. Wir kommen ja jetzt gerade aus der Pandemie heraus. Wir haben einen Krieg in Osteuropa, zu dem es momentan noch keine Lösung gibt und der vielen Deutschen auch Sorge bereitet. Zusätzlich durchlaufen wir eine Phase der Inflation, die wenige von uns aus der Vergangenheit kennen. Und auch in der Politik, glaube ich, ist viel passiert, gibt es viel Dynamik. Und wir sehen es ja auch an den Wahldaten der Sonntagsfrage, dass viele Menschen mit der gegenwärtigen Politik nicht einverstanden sind oder viele von ihnen nicht einverstanden sind. Und das trägt bestimmt dazu bei, dass sich die Menschen momentan nicht ganz so sicher fühlen.